Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über einen Fall, in dem es auch um Kindesmisshandlung und um Mord an einem kleinen Kind geht. Das als Content-Warnung. Außerdem blende ich hin und wieder Anlaufstellen rein für bestimmte Situationen. Also ihr seid nicht allein. Wenn ihr in so einer Situation oder einer ähnlichen Situation seid oder in einer anderen auswegslosen Situation, sucht euch bitte Hilfe. Bitte. In den Akten der Familienhilfe steht hinter dem Namen von Diana L. Organisationstalent. Das Jugendamt stuft sie als sehr harmonische Familie ein. Ihre Kinder werden gefördert, gehen zur Schule, in die Kita, zur Logopädie und der Kinderarzt ihres jüngsten Sohnes stellt bei keiner seiner Untersuchungen etwas Auffälliges fest. Sie alle verschließen die Augen vor dem Offensichtlichen. Ein Kleinkind, das gequält und misshandelt wird. Vor den Augen unzähliger Menschen, die keine Fragen gestellt haben, bis es zu spät war. 2020 soll für Diana L. ein Neuanfang werden. Bisher hat es nicht viele Konstanten in ihrem Leben gegeben. Mit ihrem Umzug nach Bopfing, eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, soll sich das nun ändern. Die 35-Jährige hat von 3 Männern 5 Kinder im Alter von 17, 14, 11, 5 Jahren und den einjährigen Nick. Mit Nicks Vater ist Diana immer noch liiert und zieht mit ihm und den Kindern im Herbst 2020 in eine Wohnung in Bopfing. Das ältere Ehepaar, das in die Wohnung vermietet und im selben Haus lebt, ist zunächst skeptisch der Familie gegenüber, aber sie leben sich gut ein, Dianas Kinder spielen mit ihren Enkeln und die Mutter scheint stets darum bemüht zu sein, den 5 eine gute Kindheit zu ermöglichen. Doch manchmal, wenn es im Haus still wird, hört die Vermieterin und Nachbarin ein Weinen und Schreien. Seit dem Frühjahr 2021 häufen sich solche Fälle. Dennoch die Beziehung zwischen Diana und Nicks Vater hält nicht. Aber lange ist sie nicht allein. Im Frühjahr sieht die Nachbarin immer wieder einen neuen Mann, der in der Wohnung ein- und ausgeht und schließlich auch mit Nick in Bopfing spazieren geht. Mit Kinderwagen und Bierflasche in der Hand. Der neue Mann an Dianas Seite ist der 32-jährige Manfred B. Er ist arbeitslos, hilft manchmal auf der Baustelle eines Freundes aus und ist bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten und wegen Körperverletzung vorbestraft. Als er in Dianas Leben tritt, laufen erneut Ermittlungen gegen Manfred. Er soll ein Mädchen sexuell belästigt haben. Trotz der Ermittlungen und der Vorstrafen trägt die Familienhelferin vom Jugendamt, die Diana seit dem Umzug nach Bopfing an die Seite gestellt bekommen hat, Manfred B. als neuen Lebensgefährten in die Akte der Familie. Im späteren Prozess wird das Jugendamt keine Aussage dazu tätigen, ob sie von den Vorstrafen des neuen Lebensgefährten Bescheid gewusst haben. Dass die Familie vom Jugendamt kontrolliert wird, liegt aber nicht an einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Vielmehr soll die Familienhelferin Diana L. bei ihrem Neuanfang in Bopfing unterstützen und sie bei Schul- und Kita-Anmeldungen begleiten. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum das Jugendamt auf Diana und ihre Kinder aufmerksam geworden ist. Ihr Ex-Mann Oliver, der Vater der 3 mittleren Kinder. Immer wieder schreibt er dem Jugendamt, sagt ihnen, dass die Kinder nicht gut bei Diana und den Männern in ihrem Leben aufgehoben sind, beschwert sich manchmal über schlechte Noten seiner Kinder oder über Geburtstagsgeschenke. Für das Jugendamt wirkt es vermutlich wie der Rosenkrieg einer zerrütteten Ehe. Ein streitlustiger Vater, der seine Kinder nur in Begleitung sehen darf und es deshalb seiner Ex-Frau heimzahlen will. Trotzdem muss das Jugendamt den Vorwürfen nachgehen. Die Familienhelferin kann keine Auffälligkeiten in der Familie feststellen. Diana L. erscheint pünktlich zu Terminen, geht mit den Kindern zu dem örtlichen Kinderarzt, ist bemüht, ihre Kinder zu fördern, fährt mit ihnen zur Logopädie und ihr neuer Freund kümmert sich vor allem um den kleinen Nick. Eine Lehrerin ihrer Tochter bittet sie sogar, sich Nick einmal anzuschauen. Obwohl er 1,5 Jahre alt ist, spricht er noch nicht viel und nur undeutlich. Im Juni 2021 kommt sie der Bitte von Diana nach und besucht die Familie. Die Wohnung ist chaotisch, überall liegen Wäscheberge, kaputtes Spielzeug und das Kinderbett von Nick steht im Wohnzimmer. Diana habe laut ihr distanziert gegenüber ihrem jüngsten Sohn gewirkt. Ganz anders als ihr Partner Manfred, der mit Nick gespielt hat. Die Lehrerin stellt fest, dass Nick entwicklungsverzögert und ängstlich ist. Als sie kurz allein mit dem Kleinkind ist, ist er plötzlich ganz anders.
Er weint und umarmt die fremde Frau. Aber sie kann nicht ahnen, dass Nick seit Wochen einem Martyrium ausgesetzt ist. Ausgerechnet von dem Mann, der sich als liebevoller Ersatzvater inszeniert. Wie viel Diana L. vom Missbrauch ihres jüngsten Sohnes gewusst hat, ist auch im späteren Prozess die große Frage. Sie selbst macht sich mittlerweile schwere Vorwürfe. Ich habe ihm blind vertraut. Er hat sich vor mir immer rührend um die Kinder gekümmert, hauptsächlich auch um den Kleinen. Ich frage mich heute noch, wie das passieren konnte. WhatsApp-Chats zwischen den beiden lassen jedoch vermuten, dass sie mehr daran interessiert zu sein scheint, dass ihr neuer Freund sie liebt und sie deshalb das Offensichtliche ausblendet. Ob bewusst oder unbewusst, ist ein Rätsel. In einem ihrer Chats am 21. September 2021 schreiben sie: Diana muss mit Nick später zum Kinderarzt. Manfred: Okay, warum? Zur Sicherheit, weil Familienhilfe kommt. Es heißt eh schon, dass ich anscheinend die Kinder verprügeln würde. Ich brauche ja keine Namen nennen. So ein Blödsinn. Was denn, dass du die Kinder verprügelst? Tue ich auch nicht, niemals. Okay, ich arbeite mal weiter, meld mich später wieder. Muss jetzt wegen jedem blauen Fleck zum Arzt. Okay. Ich liebe dich über alles, mein Süßer. Hast gelesen, ist nur zur Sicherheit wegen Oliver. Kannst ja sagen, er ist hingefallen oder gestoßen. Okay, ja, das werde ich auch machen. Auch die Rolle des Kinderarztes spielt in den späteren Ermittlungen eine wichtige Rolle. Warum sind ihm die blauen Flecke, die Verletzungen und Misshandlungen nicht aufgefallen? Wieso hat er kein einziges Mal die fraglichen Erklärungen in Frage gestellt? Auch in der Kleinstadt spaltet der Kinderarzt die Meinung. Manche schwören auf seine Behandlungsmethoden, viele nehmen aber längere Wege auf sich für die Gesundheit ihrer Kinder. Er gilt als Impfgegner und verschreibt kranken Kindern lieber unwirksame homöopathische Mittel, als sie medizinisch zu behandeln. Und auch Nick bekommt bei dem Arzt, dem die Art von Verletzung auffallen müsste, keine Hilfe. Am 13. Juli ist Diana mit ihrem Sohn beim Arzt. Er sei beim Toben von der Couch gefallen und habe sich das Knie verstaucht. Sein Kinderarzt verschreibt Physiotherapie. 2 Monate später ist Diana erneut mit Nick in seiner Praxis. Seine Nase ist geprellt. Wieder macht es ihn nicht stutzig, warum sich das Kind innerhalb kurzer Zeit so oft verletzt. Nur eine Woche später ist Nick erneut Patient bei ihm. Er sei auf der Straße gestolpert. Diana sagt ihm sogar, dass ihr Ex-Mann vermutet, dass sie ihre Kinder schlägt. Sie bestreitet die Anschuldigung allerdings. Nick hat zahlreiche Verletzungen, Schürfwunden, Ellbogenriss, Hämatome am Kopf, Wange und Stirn sowie blutunterlaufene Ohren. Besonders bei den Verletzungen an den Ohren hätten sämtliche Alarmglocken beim Kinderarzt schrillen müssen. Sie können nicht von einem Sturz kommen, sondern müssen durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf hervorgerufen sein müssen. Ein Experte, der später für den Prozess die Akte des Kinderarztes sichtet, sagte in meinem Interview: Es ist völlig eindeutig, dass dies Gewalteinwirkungen von fremder Hand sind. Am Kopf finden sich Hämatome in mindestens 3 vollständig unterschiedlichen Regionen. So kann kein Kind stürzen. Es sind Verletzungen, bei denen nicht nur das Jugendamt, sondern sofort die Polizei eingeschaltet werden müsste. Später sagt der Kinderarzt gegenüber den Ermittlern, dass er wahrscheinlich hätte handeln müssen. Aber das tut er nicht. Stattdessen verschreibt er für die zahlreichen Verletzungen des Kindes Wundsalbe und Globuli. Dass Nick von Dianas neuem Freund geschlagen wird, fällt auch seinen eigenen Geschwistern auf. Ihr ältester Sohn spricht seine Mutter darauf an, sagt ihr, dass Manfred B. nicht glaubt, dass sein jüngerer Bruder ständig hinfällt und äußert den konkreten Verdacht, dass ihr neuer Freund hinter den vielen Verletzungen seines Bruders steckt. Als Diana ihren neuen Freund darauf anspricht, reagiert dieser aggressiv. Als Antwort bekommt sie von ihm: Wenn dein Großer so etwas noch einmal behauptet, schlage ich ihn durch die ganze Wohnung. Die älteren Kinder wenden sich ja auch an ihren leiblichen Vater. Oliver meldet sich in dieser Zeit 6-mal beim Jugendamt mit der konkreten Sorge um das Wohl seiner und Dianas Kinder. Nicht nur, dass Manfred Nick schlagen soll, haben ihm die älteren Kinder erzählt, sondern auch, dass der neue Freund ihrer Mutter trinkt und Drogen nimmt, dass er die Tochter geschlagen und das Handy des 11-jährigen Sohnes ihm erst ins Gesicht und dann aus dem Fenster geworfen hat. Die Familienhelferin geht auch diesen Anschuldigungen nach. Diana und ihr Freund zeigen sich schockiert über das, was ihr Ex-Mann ans Jugendamt herangetragen hat.
Manfred gibt zu, dass er früher einmal drogen- und alkoholabhängig war, aber mittlerweile sei er clean. Eine Lüge, wie sich später herausstellt. Nicht nur, dass die Nachbarin ihn oft mit Bierflaschen sieht und ein Kollege von der Baustelle aussagt, dass er schon morgens Bier oder Jack Daniel Cola trinkt. Zusätzlich hat er bei einem späteren Blutalkoholtest bei der Polizei 1,96 Promille. Auch den Anschuldigungen gegen den 11-jährigen Sohn geht die Familienhelferin nach. Er sagt aus, dass sein blaues Auge vom Fußball käme und dass sein Handy ihm nur runtergefallen sei. Während des Gesprächs mit der Jugendamtsmitarbeiterin sitzt seine Mutter die ganze Zeit neben ihm. Am 10. Oktober 2021 ist Diana zusammen mit drei ihrer Kinder, darunter auch Nick, bei der Baustelle seines Freundes, bei der Manfred B. aushilft. Sein Freund kennt ihn bereits seit Jahren. Er weiß, dass er Probleme mit Alkohol hat, kennt auch eine andere Seite von ihm. Und vor allem mit seinem Sohn versteht sich Manfred gut und spielt oft mit ihm. Als Manfreds langjähriger Freund allerdings Nick sieht, weiß er sofort, was los ist. Er wurde selbst jahrelang von seinem Vater geschlagen. Er weiß, wie diese Verletzungen aussehen und sieht sofort, dass Nick nicht gestört sein kann. WhatsApp-Nachrichten zwischen ihm und seiner Frau zeigen die Sorge, die er um Nick hat. Sie schreiben darüber, ob er sofort die Polizei einschalten soll, aber er will Manfred erst einmal mit seinem Verdacht konfrontieren, denn er kann sich nicht vorstellen, dass der Mann, der so liebevoll mit seinem eigenen Sohn umgeht, hinter den Verletzungen stecken soll. Er vermutet vielmehr, dass einer der Söhne von Diana für die Misshandlung von Nick verantwortlich sein könnte. Und Manfred bestätigt ihm das im Gespräch, diese Annahme, und versichert, dass sich das Jugendamt darum kümmern würde. Mehrfach hakt er in den nächsten Tagen und Wochen nach, ob das Jugendamt bereits eingeschritten ist. Manfred B. beschwichtigt seinen Freund, dass Nick nun keiner Gefahr mehr ausgesetzt wäre. Und das, obwohl er weiß, dass das Jugendamt mittlerweile seit Wochen die Familie nicht mehr besucht hat und er den Verdacht auf die unschuldigen Söhne von Diana gelenkt hat, die sich selbst um ihren Bruder sorgen. Manfreds Freund ist einer der wenigen unter vielen Involvierten, der sich heute schwere Vorwürfe macht und sich eine Teilschuld für Nicks Schicksal gibt. Er hätte auf sein Bauchgefühl hören und sofort die Polizei einschalten müssen. Es ist mittlerweile Oktober 2021. Nick ist seit Monaten den Qualen und Misshandlungen von Manfred B. ausgeliefert. Mehrmals haben ihre Söhne ihre Mutter und ihren leiblichen Vater darauf angesprochen, was wirklich mit Nick los ist, haben Zweifel geäußert, dass die Verletzungen nicht durch Stürze kommen können, und sich gefragt, wer in der Familie für Nicks Qualen verantwortlich ist. Manfred B., wie sie selbst vermuten, oder sogar ihre Mutter, die nichts unternimmt. Dianas 17-jähriger Sohn macht Fotos von Nicks blauem Gesicht und schickt sie einer Freundin und fragt sie, was er tun soll. Sie sagt ihm, dass er die Polizei rufen soll. Aber der 17-Jährige will erst herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Er will eine Überwachungskamera im Wohnzimmer anbringen, mit der er heimlich das Kinderbett seines Halbbruders filmen kann, um endlich Gewissheit zu haben. Aber dafür ist es mittlerweile zu spät. Am 21. Oktober 2021, kurz vor Nicks zweiten Geburtstag, kommt nachmittags die Familienhilfe. Diana L. und die Betreuerin reden in der Küche über das ADHS ihres 15-jährigen Sohnes. Nick bekommt sie nicht zu Gesicht. Dieser liegt in seinem Bett im Wohnzimmer. Mutmaßlich ist er bereits tot. Oder er liegt gerade im Sterben. Sein Körper schafft den Kampf gegen die zahlreichen Verletzungen nicht mehr. Das Obduktionsergebnis zeigt später, welches Martyrium Nick durchlebt haben muss, vor dem so viele Menschen ihre Augen verschlossen haben. Er hat drei Rippenbrüche, Kneif- und Bissspuren, Hämatome am gesamten Körper sowie eine zentimeterlange Wunde im Inneren des Wangenfleisches zwischen der Ober- und der Unterlippe. Jemand muss so stark an seinem Mund gerissen haben, dass Trinken, Essen und Sprechen mit extremen Schmerzen verbunden sein mussten. Seine Todesursache ist ein Darmabriss, verursacht durch einen Tritt in den Magen. Erst um 22.27 Uhr geht der Notruf von Diana L. ein. Selbst als ihr Sohn schon offensichtlich tot ist, scheint sie immer noch auszublenden, was sich wirklich in den letzten Monaten abgespielt hat. Ein Martyrium, das im Tod geendet ist. Als der Rettungsdienst sie fragt, ob ihr Sohn noch atmet, antwortet sie: Ob er atmet? Oh Gott, meine Nerven. Der Rettungsdienst fragt: Gibt er irgendetwas von sich?
Er atmet, aber er hebt seinen Kopf nicht richtig. War jetzt davor irgendwas, irgendwas Besonderes, irgendwas gegessen oder irgendwas? Also ein bisschen was heute Morgen, ein bisschen Nutella-Brot, aber mehr nicht. Ist er krank gewesen? Hat er was gehabt? Nee, er hat nichts gehabt. Nur wenige Stunden nach Nicks Tod fällt der Verdacht auf Diana als Lebensgefährten und die Staatsanwaltschaft beginnt ihre Ermittlungen. Es ist das erste Mal, dass nicht weggeschaut wird. Aber dafür musste Nick erst sterben. Auch Diana L. wird in diesen Tagen klar, wovor sie ein halbes Jahr die Augen bewusst oder unbewusst verschlossen hat. Noch in der Nacht vor Nicks Tod sagt Manfred zu ihr und ihrem ältesten Sohn, jetzt, wo er tot ist, habe ich ihn irgendwie doch gemocht. Und als er noch gelebt hat, habe ich ihn gehasst. Im April 2022 findet der Prozess gegen Manfred B. statt. Er ist wegen Totschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat Manfred B. zunächst wegen Mordes und Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt und führt dazu Grausamkeit und niedere Beweggründe an. Die Schwurgerichtskammer sieht diese Mordmerkmale jedoch nicht als gegeben an und hat die Anklage nur wegen Totschlags zugelassen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Manfred B. den fast Zweijährigen aus Hass auf dessen leiblichen Vater misshandelt hat. Weil Nick ihn an seinen Rivalen erinnerte, musste das Kleinkind leiden. Sie stützen sich vor allem auf die Aussagen von Nicks Halbgeschwistern, die gegenüber der Polizei ausgesagt haben. Es soll oft vorgekommen, dass Manfred mit Nick alleine war, wie zum Beispiel zum Windelwechseln, wobei stets die Tür hinter sich geschlossen hat. Danach haben sie Schreie und dumpfe Geräusche gehört. Wenn Fragen aufkamen, was passiert ist, hat sich Manfred B. immer eine Ausrede einfallen lassen. Seine Verteidigerin plädieren hingegen nur auf Körperverletzung. Es sei schließlich nicht erwiesen, dass der 33-Jährige Nick den tödlichen Tritt in den Bauch gegeben habe. Sie folgen dem Narrativ, das Manfred B. bereits vor Nicks Tod aufgebaut hat. Sein Halbbruder sei für die Misshandlung verantwortlich, nicht er. Am Ende des Prozesses schenkt das Gericht dieser Ausführung keinen Glauben. Sie sind überzeugt davon, dass Manfred B. allein für die Misshandlung verantwortlich ist, weshalb er zu 14 Jahren Haft verurteilt wird. Doch er ist nicht der Einzige, der sich vor Gericht verantworten muss. Diana L. steht im November 2022 vor Gericht. Bereits am ersten Tag legt die mittlerweile 37-Jährige ein Geständnis ab. Was in der Anklage steht, stimmt alles. Ich war blind und blöd. Sie sagt, sie habe aus Angst weggeschaut. Aus Angst davor, dass Manfred ihrem Ex-Mann sagt, dass sie selbst Nick misshandeln würde. Aus Angst, dass Manfred auch sie und den anderen Kinder schlagen würde. Und aus Angst, ihre Kinder zu verlieren. Auch bis zum Prozess lebe sie in Angst. Ihre Kinder sind in einer Pflegefamilie untergekommen, sie selbst in einem Frauenhaus. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihr das nicht. Sie sind sich sicher, dass Diana nur aus einer einzigen Angst gehandelt habe. Die Angst, Manfred zu verlieren. Im Plädoyer des Staatsanwalts sagt er, man müsse blind und taub sein, um nicht zu erkennen, dass etwas Schlimmes zum Nachteil des Kindes passiert ist. Und auch das Gericht sieht das so. Sie kommen der Forderung ihrer Verteidigung, die eine Bewährungsstrafe anstreben, nicht nach. Im Urteil betont der Richter, dass sich Diana L. durch ihr Nichtstun genauso schuldig gemacht hat wie der Täter selbst. Diana L. wird wegen Misshandlung durch Unterlassen zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dianas Verteidigung ist bereits in Berufung gegangen, um doch noch eine Bewährungsstrafe durchzubringen.